kleines Video, wie so ein Gehäuse zusammengebaut wird für den P2Yammer. Wenn man das erste Mal hier mit dem Bodenplatte, die hat hier so einen kleinen Ausschnitt für die SD-Karte, also das heißt der SD-Kartenausgang vom Raspberry Pi, den man da oben sieht, kommt hier so rein. Was wichtig ist, dass die Schrauben hier rausgucken und da, wo hier der Steg etwas schmaler ist als hier, das ist die Seite, die oben ist. Ansonsten passt es nicht. Ne? Das heißt, wir haben das jetzt soweit. Dann nehmen wir den hier. Machen den hier drauf. Da sind Schrauben dabei zum Fixieren. Hier nochmal eine. Ich habe jetzt schon mal eben die Schrauben mit den ersten Muttern hier schon mal drauf. Jetzt kommt der Raspberry Pi drauf. Ein bisschen fummelig hier. Ja. Geht alles, wenn man sich so ein bisschen Ruhe gönnt. So, jetzt kommen die Schrauben hier. Entschuldigung. Jetzt kommt der Onkel hier. Ja.
Audiokabel, das darf man nicht vergessen. Jetzt mache ich erst die Schrauben drauf. So. Legen, wie auch immer. Ja. Und dann ist das hier die Lautstärke. Das ist der Lautstärkeregler. Karte ist schon drin. Wie gesehen, kann man den hier durch den Schlitz hier sehr gut rausnehmen. Und dann kommt hier ein USB-Stick rein. So. Flicken kann man auch mal wegmachen. Hier, und so sieht es dann aus. Das ist die Jammer-Schnittstelle. Und dann geht's los mit dem Vergnügen.